Es sollte das stärkste Reisewochenende dieses Sommers sein, aber der angekündigte Megastau Richtung Süden ist heute ausgeblieben. Viele Urlauber haben offenbar die Stauwarnungen in Zusammenhang mit dem russischen Staatsbesuch in Slowenien und der Sperre des Karawankentunnels ernst genommen. Hannelore Hopfer mit den Informationen. Angesagte Katastrophen finden nicht statt. Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg hätte dieser Samstag heute der stärkste Reisetag dieses Sommers werden sollen. Die deutschen Urlauber haben sich aber vernünftiger verhalten als erwartet. Die großen Ankündigungen, die gegeben worden sind, daran, dass der Karawanken nun gesperrt ist, daran denke ich schon, dass die sehr ernst genommen worden sind und das Ganze ein bisschen entzerrt. Das heißt, die Planungen werden so laufen, dass Tage verschieben oder ein bisschen früher schon gefahren sind. Das heißt, Warnungen wirken? Warnungen wirken, absolut. Das muss man, sieht man halt wirklich daran, was halt passiert ist. Daran, also bis jetzt überhaupt noch keine größeren Probleme. Nicht nur der Stauberater hatte einen unerwartet ruhigen Samstag, auch die Urlauber. Bisher total stressfrei. Nicht ein einziges Mal im Stau gestanden. Von München nach Salzburg war alles total entspannt. Pech hatte nur, wer in der Nähe eines Unfalls unterwegs war. Wir sind gestanden, da war ein Unfall mit dem Wohnwagen. Und kurz danach sind wir gekommen und sind gestanden, fast eine Stunde. Auf der App unterwegs, der ASFINAG, konnte man den ganzen Tag über live verfolgen, dass der angekündigte Megastau nirgends stattgefunden hat. In Richtung Norden waren sogar mehr Fahrzeuge unterwegs als in Richtung Süden. Wenn man dann nur aber Rückreiseverkehr anschaut, dann passieren jetzt ca. 2400 Fahrzeuge die Rückreise und Richtung Süden sind es vielleicht 1800 Fahrzeuge, die Richtung Süden unterwegs sind. Der einzige Stau, der heute auf der Tauernautobahn möglich war, war ein Mini-Stau vor den Zapfsäulen.